Dadurch, dass wir heute ja auch in Jena nochmal zusammengekommen sind, um Flagge zu zeigen für das diesjährige Motto des Equal Pay Day, es ist allerhöchste Zeit für eine gerechte Bezahlung zwischen Frauen und Männern. Und ich denke dann immer wieder daran, was so die Klassiker sind, die einem entgegengehalten werden. Der erste Klassiker ist zu sagen, ja, die 18%, von denen da immer geredet wird, die Frauen unbezahlt arbeiten, die sind doch in Thüringen viel geringer, das sind doch hier nur 7%. Das stimmt, dem ist so, das liegt aber nicht daran, dass hier die Bezahlung von Frauen entsprechend ihrer Leistung gewürdigt wird, sondern es liegt daran, dass hier die Bezahlung der Männer, wie auch häufig in ostdeutschen Bundesländern, sehr gering ausfällt, sodass einfach die Unterschiede geringer sind als in den westdeutschen Bundesländern. Das heißt, es macht das Ganze nicht fairer, sondern zeigt nur noch mehr, wir brauchen Tarifverträge auf allen Ebenen, denn Tarifverträge sind eben auch ein Kampf für Feminismus. So, der zweite Punkt, der gerne entgegengebracht wird, der kritisch genannt wird, ist dann auch, wie ich finde, ein Klassiker, insofern als dass in Anführungszeichen die Frauen doch eh alle in Teilzeit arbeiten und deswegen so viel weniger Geld verdienen. Und dann sage ich immer, sprechen Sie doch mal mit den Müttern, die in Teilzeit arbeiten, warum sie das tun. Das tun sie, weil sie ganz viele Arbeitsstunden eh schon leisten, nur halt unbezahlt. Wir wissen, es sind 31 Wochenstunden, die Frauen in Sorgearbeit stecken. Und im Gegensatz dazu sind es bei den Männern, bei den Vätern nur 20 Wochenstunden. Und deswegen ist das diesjährige Motto auch so passend gewählt, denn das ist ja keine Zeit, die man irgendwie mit Selfcare verbringt. Das ist keine Zeit, die für Hobbys oder Interessen oder irgendwas anderes neben der Erwerbstätigkeit da ist, sondern das ist die Zeit, in der Pausenbrote geschmiert wird, in der geguckt wird, passt eigentlich die Kinderkleidung noch oder müssen wir das aussortieren, und das ist die Zeit, in der Arzttermine gemacht werden. Da fragen wir uns doch, ist das jetzt Freizeit? Nein, ganz sicher nicht. Auch das ist Arbeit. Sie ist eben unbezahlt und es reicht nicht, da einmal im Jahr zu sagen, danke, wir schätzen das wert, sondern wir als Linke sagen, wir brauchen als grundlegende Struktur die Anerkennung von Sorgearbeit, die Wertschätzung von Sorgearbeit, denn wer keine Sorgearbeit leistet, hat auch nicht den Rücken frei dafür, Erwerbsarbeit zu leisten. Und deswegen hilft es nicht einfach nur zu fordern, dass Frauen jetzt in Vollzeittätigkeiten gehen sollen, sondern nein, wir müssen dann darüber reden, wie eben auch die Männer mehr Sorgearbeit übernehmen, sodass Frauen überhaupt die Gelegenheit haben, mehr Erwerbsarbeit wahrzunehmen. Und das sind Aspekte, die uns ganz wichtig sind. Ich möchte auf einen Aspekt noch abschließend hinweisen. Wir wissen natürlich auch, dass sobald wir Lohnunterschiede am Arbeitsplatz ansprechen, die auch juristisch eingefordert werden müssen, wir müssen endlich dafür sorgen, dass auch rechtlich es die Möglichkeit gibt, Lohndiskriminierung als solche zu verurteilen und dafür zu sorgen, dass diejenigen Kolleginnen und Kollegen, die sich in den Betrieben damit auseinandersetzen, auch juristisch gegen Lohndiskriminierung vorgehen können. Vielen Dank.